6-Punkte-Spiel um Platz 4 in der DEL-Gruppe Süd. Schwenningen gegen Augsburg. Die eine mit der Formkurve nach unten, das sind die Schwenninger. Augsburg zuletzt stark verbessert mit 4 Siegen aus den letzten 5 Begegnungen. Sunny Sundblatt hatte eine Woche Zeit, die Jungs wieder auf Vordermann zu bringen, hat teilweise hart trainieren lassen. Und ja, so waren sie gerüstet für das Spiel gegen Augsburg, die aber auf der engeren Eisfläche erstmal gut mitkamen, trotz dieses Fehlers und der Chance von Bersen. Der sich allerdings die Scheibe ein bisschen zu weit vorlegt. Ansonsten sehr agil. Boas Bessen in der Reihe mit Troy Burke und Andreas Thuresson. Augsburg, wie angesprochen, löste sich oft vom Druck in der eigenen Zone und hatte Chancen im Powerplay hier mit Stieler. Und dann legt er das Ding quer auf Spencer Ebert. Nachschuss Stieler Joachim Eriksson. Herr der Lage hält die Null in den ersten 20 Minuten. David Stieler besser vorbereitet, der Augsburger Panther mit 7 Assists. Mit der Chance auf die Augsburger Führung. Und mit einem torlosen Remis ging es hinein in den zweiten Abschnitt. Trey Tuomi konnte bis dato zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Allerdings Augsburg dann in Unterzahl. Und da ließen die Schwenninger das beste Powerplay der Gruppe Süd die Scheibe laufen über Christensen. Und er hält drauf zum 1:0, 25. Spielminute. Was ein Schuss des dänischen Nationalspielers. Erstes DEL-Tor für den 28-jährigen Verteidiger. Und da gibt es nun mal gar nichts zu halten. Für Olli Rua über die Fanghand geflutscht. Dieser Superschuss von Christensen. Schwenningen im zweiten Abschnitt druckvoller, besser in den Zweikämpfen. Augsburg fehlerbehaftet, wie hier. Sitzemski in die Kelle von Olver. Einmal quergelegt, 2:0. Jamie McQueen. Der dritte Saisontreffer. Was eingeleitet von Sitzemski, der Ex-Augsburger Olver mit der Übersicht und Jamie McQueen, der schon beim ersten Tor die Kelle mit im Spiel hatte. Sehr zur Freude seines Coaches Niklas Sundblatt zum 2:0. Hinein in den Schlussabschnitt. Augsburg versuchte sich zu wehren. Schwenningen allerdings nach wie vor das bessere Team und mit einem Marius Möchel, der einfach mal draufhält und tatsächlich Marius Möchel umfunktioniert zum Verteidiger mit seinem ersten Saisontor. Allerdings hatte nach diesem Pass von Andreas Thuresson und auch ein bisschen Hilfe von Drew LeBlanc. Das sehen wir hier. Von dessen Handschuh springt die Scheibe vorbei an Olli Rua. Und Schwenningen wieder im Powerplay zum Ende des Spiels nochmal druckvoll. Wollte mehr. Wir sind in der 53. Minute und sie bekamen mehr durch Spink. Tyson Spink. Viertes Powerplay-Tor für ihn. Das fünfte in dieser Saison zum 4:0 für die Wild Wings. Die Vorentscheidung in dieser Partie und auch hier gibt's nichts zu halten für Olivier Rua. Partie natürlich gelaufen, aber einen Hammer noch zum Schluss. Augsburg mit dem Versuch anzugreifen und Schwenningen schnell umgeschaltet mit Weiß, mit Fischer einmal quergelegt. Tyler Spink und Olli Rua mit dem Besten, was Augsburg an diesem Tag zu bieten hatte. Schwenningen gewinnt mit 4:0. Und wir hören die Stimmen nach dieser Partie. Wir haben hart gearbeitet, viel an unserem laufintensiven Spiel gearbeitet, an den Zweikämpfen im eigenen Drittel und das hat man, glaube ich, alles heute gesehen. Ich denke, wir hatten das ganze Spiel eigentlich unter Kontrolle, auch wenn natürlich Augsburg immer mal gute Druckphasen hatte, haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Unser Spiel 16 Minuten lang durchgezogen und das 4:0 ist dann, denke ich, auch in der Höhe verdient. I think just execution, making plays. We tried to move pucks north and tried to find the tape, but we just weren't quite sharp enough tonight, and it cost us. And obviously some penalty trouble, and our kill wasn't able to get the job done. Ja, der Höhenflug der Augsburger Panther erstmal gestoppt vor dem Spiel gegen Mannheim. Schwenningen back on track mit dem 7. Saisonsieg. Dieses Spiel wird präsentiert von Penny, Unterstützer des deutschen Eishockeys.